Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu... Quietsch, das war der Mikroständer. Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich werde heute eine Runde angeln gehen. Ursprünglich hatte ich Wins and Fails aufgenommen mit Moon Princess, das Moorland-Championat. Aber warum auch immer, ist die Aufnahme nicht da. Ich habe momentan mit dem Programm, mit dem ich das aufnehme, mit Facecam, habe ich ziemlich krasse Probleme, weshalb ich überlege, weshalb ich gucke, ob ich das nicht irgendwie anders geregelt kriege. Muss ich aber noch ein bisschen rumprobieren. Und leider ist jetzt die Aufnahme futsch. Und jetzt muss ich nochmal was aufnehmen. Ich kann euch aber sagen, ich bin auf dem 6. Platz bin ich reingekommen. Ohne größere Fails. Ich bin einmal, wo es zum Polebending reingeht. Also aus dieser Rechtskurve ins Polebending. Da bin ich ein bisschen zu weit nach links gerutscht und habe deswegen die Kurve nicht ganz so eng bekommen. Ansonsten bin ich eigentlich wirklich sehr gut durchgekommen. Bin aber nur auf Platz 6 gekommen, trotz bester Ausrüstung. Vor mir waren Morgans, englische Vollblüter und ein Isländer. Mir kam der Friese immer recht schnell vor, scheint aber im direkten Vergleich zu diesen Rassen langsamer zu sein. Deswegen würde ich ihn nicht unbedingt als Championatspferd empfehlen. Vielleicht ist es auch nur persönliches Empfinden, aber mir kamen die anderen schneller vor, weil ich auch prinzipiell mit den anderen Rassen die Erfahrung gemacht habe, dass ich ziemlich weit vorne war, wenn ich nicht gefailt habe, und mit Friesen bin ich einfach nicht hinterhergekommen. So, aber jetzt gucken wir nochmal bei Herrn K. Traut. Wir müssen ja hier noch wieder Ruf farmen. Hole mein Netz ein. Hallo, die Chancen stehen gut, dass mein Netz voll mit Fischen ist und deswegen eingeholt werden muss. Wie sieht das denn heute? Aber sei vorsichtig, sodass das Netz nicht kaputt geht. Ich versuche es ja immer so ein bisschen mit dem... Ah, ich kriege dieses Norddeutsch, das kriege ich nicht hin. Ich höre das total gern, aber ich kann das einfach nicht. Kabeljau. Ich glaube, 5 frische Kabeljau von dir. 5 frische Kabeljau, okay. Ich habe jetzt hier auf meinem Handy, habe ich mir eben ein Bild gemacht von der Map. Hier von, ihr kennt das wahrscheinlich, das Bild. Von SSO Help. Da findet man das nämlich unter Aufträge. Kann man sich nämlich anzeigen lassen, wo man was angeln kann. Aber wir holen jetzt erstmal das Netz ein. Ich habe jetzt übrigens heute Hot Promise dabei, weil ich die auch mal leveln sollte. Zack. So. Das geht so schnell. Das sollte ich eigentlich wirklich jeden Tag machen. Wenn das nicht immer so nervig wäre, bis nach Golden Hills zu reiten. Oh. So. Ach guck, die Grace macht auch noch Angelquests. Zack. Die feinsten Feinfische. Danke. Okay. Und der Kabeljau. Oh, da gibt es ein Gedicht von Heinz Erhardt. Muss ich gleich mal, euch gleich mal. So. Kabeljau. Ganz im Norden von der Insel da oben. So. So, zack. Dann reiten wir da mal hin. Und werfen da dann unsere Angel aus. Ja, wie gesagt, da gab es so ein total dämliches Gedicht. Irgendwie so. Das Meer ist weit, das Meer ist blau. Im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Da kommt ein Hai von ungefähr, ich glaube von links. Ich weiß nicht mehr. Das Meer ist weit, das Meer ist blau. Im Wasser schwimmt kein Kabeljau. Heinz Erhardt hatte immer so. So herrlich dämliche Gesichter. Es ist einfach. Ich mag den Humor unheimlich gerne. So. Und hier in den Norden, ne? Ja, hier im Süden sind andere. Sind andere Fische. Wir müssen da oben hoch. An der Goldblattstallküste. Am nebligen Strand schwimmt der Kabeljau im Wasser. Und selten an Land. Und mein Pferd dreht durch. So. Dann wollen wir doch mal. Ich mag das Outfit gerade total gerne, was ich anhab. Vielleicht habe ich das jetzt mal öfter an. Muss ich mal schauen. So.
Jetzt hier gleich gemeinsames Angeln. Zack. Ist übrigens nicht abgesprochen gewesen. Nur falls sich jetzt manche wundern. Ihr sagt das lieber immer dabei. Ich war ein wenig zu eifrig. Weil manchmal kommt das ein bisschen, weil ich ja immer sage, ich mache das nicht, dass ich mit anderen Leuten gemeinsam aufnehme. Was jetzt kein Vorwurf an die Grace ist. Ich wollte es nur Bescheid sagen, dass hier nichts abgesprochen ist. Kein abgekatertes Spiel. Nicht, dass ihr denkt, ich bevorteile hier irgendjemanden. Nein, ich war schon wieder zu eifrig. Ich dachte, genau in dem Augenblick wippt's runter. Jetzt war ich zu langsam. Verflixt. Gut gefischt, aber der Fisch ist entkommen. Du blöder Fisch, du. Ja, und dann springt er uns jetzt hier direkt vor der Nase rum, ja. Yes. Aber warum Dorsch? Ich dachte, ich sollte Kabeljau... Oder ist das dasselbe? Nein, oder? Keine Ahnung. Dabei esse ich eigentlich gerne Fisch, aber ich kenne halt wirklich Kabeljau als Kabeljau und Dorsch als Dorsch. Aber... Man lernt ja auch nie aus. Blub. 3 von 5. Na, das geht doch hier fast wie das Brötchen backen. Das geht wie das Backfisch backen. Oh, Backfisch. Oh. Ich liebe Backfisch mit ein bisschen Salat, ein bisschen Remoulade und Tomätchen dazu. 4 von 5. Da könnte ich mir echt einen Buckel krumm dran fressen. Gut gefischt, aber der Fisch ist entkommen. Frecher Fisch. Jawohl. Jetzt sind wir mal fertig. Guck, die Grace hat sich auch den Red Rowan gekauft. Ja, meine kleine Ruby steht momentan im Stall. Heute Mittag oder entsprechend heute Abend, je nachdem, wann ich dazu komme, also jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr die Aufnahme seht, werde ich dann auch schauen, was ihr alles für Namensvorschläge geschickt habt für das Shire Horse. Es sind schon verdammt viele dabei. Unheimlich viel mit Cookie. Da sind unheimlich viele drin. Also was definitiv auch in die engere Wahl kommen wird, ist, also es wird auf jeden Fall einer mit diesem Cookie-Namen in die engere Wahl kommen. Ich muss immer noch gucken, welcher mir davon am besten gefällt. Schreibt mir bitte keine Vorschläge mit Chocolate, weil Chocolate gibt's leider nicht. Ich würde mir wünschen, dass es Chocolate gäbe. Oder Sugar oder Brown. Das wäre so cool, wenn es das geben würde. Aber leider gibt's das nicht. Und es sind unheimlich viele, es sind so viele Vorschläge mit Chocolate gekommen, nahezu jeder zweite Kommentar. Dass ich extra nochmal ins Spiel eingeloggt habe und geguckt habe, ob es Chocolate vielleicht mittlerweile gibt. Aber leider, leider nicht. Es wäre so perfekt für dieses Pferd. Aber leider gibt es das nicht. War ich schon so ein bisschen traurig. Ja, schnüff. Fang des Tages. Oh, jetzt habe ich das gar nicht mehr vorgelesen. Sorry. Was habe ich denn jetzt eigentlich gerade für einen Ruf? Och ja, so ein bisschen brauche ich ja noch. Ja, dann reite ich jetzt mal gerade noch hinten zum Stall zurück. Dann machen wir da vielleicht noch die 3 Rennen. Weil wir eh gerade noch ein bisschen Luft haben. Wie gesagt, ich wollte ja Hot Promise leveln. Dann wird sie auch Level 11. Hey, cool. Das ist ja mal schick. Das ist doch echt cool. Was wollte ich sagen? Ach ja. Was ich auch cool finde, sind diese spanischen Namensvorschläge. Ich werde bestimmt auch mal ein Pferd einen spanischen Namen geben. Spätestens, wenn die Andalusier überarbeitet werden. Mit Sicherheit. Weil da passt es einfach zu wie die Faust aufs Auge. Oh, verflixt. Ich habe hier gar kein Rennen mehr. Hier war ich ja gestern schon. Das ist ja jetzt doof. Das ist ja jetzt saudämlich. Och nö. Zack. Ganz nach oben reingerutscht ist es. Auch interessant. Hab ich die... Ja, die Reithalle habe ich auch schon. Was mache ich denn dann jetzt noch? Da habe ich ja kaum noch Rennen über hier. Na sowas. Ja, stimmt. Stimmt. Ich war gestern... gestern war ich fleißig. Marley habe ich anscheinend schon wieder. Hier hinten, die habe ich alle schon wieder. Die sind schon wieder da, aber... ja, die Reithalle auch nicht. Das war ein guter nicht. Bis da oben zur Rennbahn bin ich.
Wo fangen wir denn dann mal an? Ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich weiß, wisst ihr was, jetzt nehme ich schon 10 Minuten auf. Jetzt ist es eigentlich dann auch schon wieder Blödsinn, noch sonst irgendwo hinzugehen. Dann haben wir halt heute mal nur geangelt. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig. Was morgen kommt, weiß ich tatsächlich selber noch nicht so genau. Es wird so ein bisschen drauf ankommen, wie es bei mir zeitlich aussieht. Was denn dann kommt, das Pferdekaufvideo kann ich ja noch nicht machen. Da ich ja noch warten muss, erstmal muss ich noch die Namen auswerten. Wenn ich die Namen ausgewertet habe, dann muss erst noch die Abstimmung kommen, welchen ihr davon am besten findet. Wenn ich wegreite, dann hat das einen Grund. Dann muss ich ja noch gucken, was euch davon für einen Name am besten gefällt. Diese Abstimmung noch machen. Und dann kann ich erst das Video machen. Also dann müsst ihr euch noch so ein kleines bisschen gedulden, bis das Kaufvideo kommt. Da tippe ich ihr auf nächste Woche. Wir haben ja jetzt erstmal nichts zu tun. Und ja, das war's dann für heute. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.